Kriegsende, 28. April, war eine ganz besondere Situation für die Bevölkerung in der Stadt Augsburg. Wie überall, natürlich in Deutschland, aber in Augsburg war eben der 28. April der Tag, an dem der Einmarsch der Besatzer bevorstand. Und nun jeder natürlich voller Angst, voller Sorgen, voller Unsicherheit auf genau diese Situation starrte. Viele waren obdachlos durch den großen Luftangriff vom Februar 1944 war ein wichtiger Teil der Stadt zerstört worden. Es folgten noch etliche andere Luftangriffe. Ein Viertel der Vorkriegsbevölkerung war obdachlos, ohne Wohnung. Das heißt, man musste eigentlich mit allem Nötigsten sich gerade noch behelfen. Es fuhren keine Straßenbahnen mehr, man konnte kein Lebensmittel mehr normal erwerben. Es war ohnehin eine Situation, in der alles, wie das hieß, damals bewirtschaftet war. Das heißt, selbst wenn man ein Anrecht auf Lebensmittel hatte, hat man sie nicht unbedingt bekommen. Heizmaterial war knapp und der Alltag war unendlich bestimmt gewesen von den Bombenangriffen. Und viele sagten einfach nur, keine Bomben mehr, keine Zeit mehr im Luftschutzkeller. Das war das, was man sich als erstes eigentlich versprach von diesem Kriegsende. Und es war auch so, dass der Nationalsozialismus wirklich abgewirtschaftet hatte. Die Begeisterung hatte sich in den davorliegenden Wochen und Monaten und auch Jahren natürlich sowieso immer mehr verschwunden angesichts der vielen Kriegstoten, angesichts der Situation, die ja durch die Bombenangriffe sich immer mehr verschärfte. Und nun kam eine neue Zeit, in der man hoffte, es würde vielleicht wieder aufwärts gehen.